So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet, denn das ist das dritte Video, was ich heute drehe zu Flying Power. Nicht Flying Uwe, aber Flying Power. Denn wir haben die Flying Power Extreme-Sorten getestet. Wir haben die Flying Power Gaming-Sorten getestet. Und wir haben noch eine Rubrik übrig, die Flying Power Extreme Sour. Die sind übrig und davon habe ich drei Dosen hier. Was das alles ist, zeige ich euch jetzt. Das heißt, ich habe schon zwei Gaming-Dosen und zwei Extreme-Dosen drin. Mir tut die ganze Fresse weh, aber die wollen wir auch probieren. Die sehen wieder richtig cool und hochwertig aus, denn die haben hier so einen schwarzen Rand oben und einen farbigen Bibus, der passt. Die Extreme Gaming Sorten, die sahen ja ziemlich langweilig aus obendrauf, obwohl die ganze Aufmachung der Dosen mit diesem riesen Logo und der Schrift mir eigentlich sehr gut gefällt. Auch diese weiße Taube. Wir haben jetzt hier Apple Explosion. Saurer Apfel. Es ist so schlimm, ich kann es nicht mehr. Saure Kirsche ist noch schlimmer als saurer Apfel. Wir haben hier Apple Explosion. Ich bin übelster Apfel-Fan, aber saurer Apfel geht gar nicht. Das ist extrem sauer. Ich bin mal gespannt, was mich da erwartet. Da kann ich die Nacht bestimmt gut schlafen. Dann haben wir hier Watermelon. Wie bitte kann Wassermelone denn sauer sein oder extrem sein? Das schmeckt doch eigentlich nur noch Wasser. Watermelon? Ich habe bisher noch nie einen Wassermelonen-Geschmack-Getränk gehabt, was gut war, außer Honigmelone. Sage ich ja immer wieder, Honigmelone Baba, aber Rest Mist. Und jetzt haben wir hier Raspberry Strike. Und da fällt auch direkt auf, Apple Explosion, da ist so ein Zusatzwort dran. Raspberry Strike ist ein Zusatzwort mit dran, aber Watermelon Smackdown, da fehlt ein Zusatzwort. Einfach nur Watermelon, das ist das wahrscheinlich, mit dem wir anfangen werden, während die anderen zwei richtig reinhauen. Ich muss es aber fürs Thumbnail noch hochzeigen, was wir hier haben. Wir haben hier die Flying Power. Eigentlich möchte ich die grüne in die Mitte haben. Nehmen wir die grüne in die Mitte, weil die einfach viel besser aussieht. Dann haben wir jetzt diese Flying Power Sorten, alle drei extrem sauer. So, die zwei weg. Jetzt kommt die Sonne, jetzt wird es wieder hell hier drin. Wir testen jede einzelne und dann alle drei zusammen im auf die dicken Bierglas. Boah, die Sonne kommt raus. Es war, ist den ganzen Tag total schlechtes Wetter. Es regnet immer zu, es wird immer dunkler. Das hat hier so einen goldenen Nippus, den habe ich jetzt gar nicht gezeigt. Watermelon extrem sauer, eine leicht rötliche oder rosane Färbung. Sieht theoretisch so aus wie die Dose, wenn ihr euch das jetzt hier betrachtet. Sieht also richtig original aus wie das Wassermelonenfleisch, was man dann immer isst. Jetzt probieren wir mal das. Riecht. Riecht nach Wassermelone. Also nach Wasser. Okay, dafür, dass es einfach nur Watermelon ist und ich sage, den Geschmack kannst du kaum hinkriegen, außer es ist komplett künstlich dann und chemisch, finde ich, dass das eigentlich okay schmeckt. Also ich glaube, das ist das beste Wassermelonengetränk, was ich bisher je gesehen habe, weil alles andere kannst du in die Tonne hauen, nur Honigmelone passt. Das ist, geht ein bisschen in die Richtung Honigmelone, aber nicht so stark, bleibt immer noch ein bisschen wässrig vom Geschmack, dass das ein bisschen andeutet, aber nicht ganz rausgeht. Also das macht viel, das schweift nicht komplett von Wassermelone ab, aber geht nicht komplett in die andere Richtung. Das hat gute Ansätze, ist total schaumig natürlich, ist jetzt auch nicht gekühlt, aber als Wassermelone macht das auf jeden Fall einen richtig guten Eindruck. Und weil wir gerade bei dieser extremen pinken Dose waren, kommen wir jetzt mal zu dieser extrem lilanen Dose mit dem Raspberry Strike, was hier so einen roten Bibus hat an sich. Den ziehen wir auch mal auf, schenken mal ein, ich bin total gehypt. Oh. Und das sieht sogar noch ein bisschen heller aus als Watermelon eben. Watermelon war ein bisschen rötlicher. Das ist schön zart rosa, oder? Täuscht das? Ich weiß es nicht. Ich hab's mir nicht gemerkt. Das riecht auf jeden Fall mega fruchtig und bärig. Raspberry. Probieren wir mal Raspberry.
So, Raspberry ist ja Himbeere. Das heißt, von wegen hier immer mit ihren komischen Blackberry und Blueberry und sonst was oder Strawberry. Nein, das ist Himbeer. Wir hatten letztens erst eine Coca-Cola getestet mit Sorte Himbeere, aber Zero Sugar. Das war so widerlich, obwohl man mit einer Himbeernote eigentlich eine gute, einen guten Geschmack zaubern kann. Die zeigen Himbeer von Flying Power Extreme Sour ist gar nicht wirklich sauer. Da fand ich die Extreme-Sorten irgendwie saurer als die Extreme-Sauer-Sorten. Aber hier, guter Himbeergeschmack, gefällt. Also das gekühlt kann bestimmt was. Ist alles natürlich extrem süß, mega süß, klebrig, sonst wie. Aber Wassermelone ganz cool. Himbeer jetzt auch ganz cool. Wir haben also noch Apple Explosion, da bin ich mal gespannt. Da denke ich, das ist jetzt die sauerste Sorte von allen. Aber die anderen zwei extrem sauer waren ja gar nicht so sauer. Vielleicht überrascht Apple, dass der einfach schön apfelfruchtig schmeckt und nicht sich das ganze Gesicht verzieht. Es sieht auf jeden Fall aus wie ein kleines Gläschen Sekt. Ne? Ist nicht grün, ist nicht anders, ist einfach so wie es ist. Ne? Riecht aber wie saurer Apfel, also wie dieser Likör. Naja, egal, wir probieren mal kurz davon. Wow, schmeckt richtig genial. Ich weiß nicht, warum das extrem sauer Sorten sind, wenn die einfach nicht sauer sind. Man müsste jetzt sagen, komplette Enttäuschung, das ist gar nicht sauer, aber ich finde es total gut. Ich hatte Angst, dass sie so sauer sind, aber ich finde die richtig stark, die schmecken richtig gut. Die werde ich jetzt alle drei hier zusammen brauen in diesem Kessel. Jetzt müssen wir mal gucken. Das muss jetzt hier zwei Drittel ergeben, theoretisch, wenn wir das eingefüllt haben. Plus, da kommen wir noch ein bisschen. Plus noch ein Drittel von der Apfelblöre hinterher. Schön hoch einschenken, dass die Kohlensäure auch rausgeht, dass ihr nicht die ganze Zeit am Schaum krepiert. Also ich muss sagen, die Flying Power Extreme Sour Sorten ist für mich die beste Collection von der Flying Power Sorte. Die Extreme Sorten sind mir zu sauer, die Gaming Sorten sind gar nichts, aber die Extreme Sour Sorten fand ich alle drei eigentlich richtig cool. Die könnt ihr gerne mal testen, mal selber ausprobieren. Haben wir, wie gesagt, im Aldi gefunden. Stand ja Aldi Gaming drauf bei den anderen. Adi ist jetzt auch angekommen auf dem Schrank. Ich würde sagen, ich genieße das jetzt alle drei zusammen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Alles Gute! Auch zusammen ein richtig guter Cocktail, also das hat eigentlich auch gemundet, kann man mal machen, ne? Aber trinkt nicht so viel Energy an einem Tag, eine Dose muss reichen, mehr nicht. Generell trinkt eigentlich gar kein Energy. Ich muss das hier machen zum Test, ansonsten kaufe ich die mir, glaube ich, trotzdem auch nicht nochmal, obwohl die einigermaßen geschmeckt haben. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.